Schnappnotter-Illus, Respekt, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der ein oder andere schlaue Zuschauer wird gerade realisieren, dass ich noch in New York bin, beziehungsweise... Ja, ich bin noch in New York. Alles klar! So habe ich heute was mega cooles vor. Ich lasse mich nämlich jetzt komplett umstylen. Das ist echt mega die spontane Aktion. Ich weiß nicht, wie es wird, aber es wird auf jeden Fall krass, das verspreche ich euch. Und wir suchen gerade noch den Friseur und smoothen uns jetzt noch gleich ein Getränk weg. Den gibt es nämlich immer so richtig lecker, so frisch gepresste Säfte, so Stände direkt in der Straße. Da sind wir schon süchtig von geworden. Das machen wir jetzt noch schnell. Ich zeige euch mal ein paar Szenen, wie wir hier nach New York gekommen sind. Ich habe da ein ganz bisschen mitgefilmt, also jetzt nicht spektakulär, kein Hollywood, aber ich zeige es euch trotzdem mal. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. Was machst du da? When you want to get off the darkest ground. Guten Morgen Leute, wir sind gerade in Frankfurt. Wir sind nämlich schon seit 2 Uhr nachts unterwegs. Wir sind immer noch nicht auf dem Flug nach New York. Cool. Müssen wir da lang? Oder müssen wir da lang? Du machst. Ach, jetzt hör mal auf hier. Das ist Julian. Alter, ich will auch so ein Ding. Oh, schaut mal Leute, wir haben hier gerade übel die geile Lounge gefunden. Das sind sogar Liegestühle. Filmen die nicht. Kannst du das bitte wegmachen? Ja, kannst du auch sagen, oder? That escalated quickly. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Ich schwöre, ich war gerade richtig happy, ne? Jetzt einfach niemals nochmal gucken, der Junge. Like you, be strong, the only Miley Cyrus! Thank you! How's it going, everybody? I'm happy to be here. I thought this was gonna be like really crazy here. You gotta say like, what's up, everybody? And they go nuts. Come on, what's up, everybody? Only one. Until I walk awake, scream my mind, I shout the ground shake.
zur Hölle passiert hier gerade? Die Polizei hat hier die Straße abgesperrt. Das ist einfach so ein nackter Mann auf der Straße, der irgendwie Yoga macht oder sowas. Darf ich euch präsentieren? Das ist der Raffaello-Dance. Das ist halt auch schon wieder so richtig typisch Raffael-Moment, ne? Ich drehe einmal in New York jetzt ein Video und es fängt voll an zu schiffen. Schreibt auf jeden Fall jetzt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, welche Haarfarbe ich mir machen lasse. Das wird auf jeden Fall nichts Normales oder Langweiliges. Würde ich mal interessieren. Also schreibt jetzt mal in die Kommentare und nicht schummeln. Ich merke das. Ich war frisch geduscht. Ja, ich auch. Ja, let's go! Coole Frise. Hey, der ist gar nicht anders gerät und das schneidet schon. Ich hab gar kein Geräusch gehört. Hey, man hört gar kein Geräusch. Junge, der macht das aber heftig dünn. Boah, scheiße, voll der Mega-Rasierer. Alter, der Nacken ist gerade voll rot. Alter, sind, glaube ich, gerade 1 Milliarde Haare abgegangen. Boah, krass, der macht das aber sehr dünn. Guck mal, wie viel der den abschneidet. Der macht das cool, Raphael, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, in 2 Minuten sind wir fertig, Raphael. Das sieht voll ordentlich aus. Raphael hat schon bemerkt, dass wir ihn pranken. Nein, es sieht wirklich sehr ordentlich und gut aus. Du hast halt helle Haare, aber die sehen echt nicht zu schön. Ich finde es gut, dass sein Nacken und sein Ohr gar nicht rot wird. Guck mal, es riecht doch gar nicht rot, oder? Nee, überhaupt nicht. Nee. Boah, krass, Alter. Riecht Alter, wie so eine Tomate. Dein ganzer Kopf ist wie eine Tomate. Raphael, wie geht's dir? Hallo, Raphael. Bist du ein Chamäleon? Halt die Fresse! Find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. Schau dir das mal an, das sieht aus wie so eine Oper. Had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cup. Ich bin ein guter Kameramann. But everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella love. Even when it's going down, know that we gon' live. Tasche wieder. Ich zeig's euch gleich mal in Farbe. Ich habe jetzt die ganze Zeit schwarz-weiß gezeigt, damit ihr Schlingel das nicht schon früher bemerkt, welche Farbe es ist. Okay Leute, es ist soweit. Ich werde euch jetzt meine richtige Haarfarbe zeigen. Ich bin mega gespannt, was ihr erwartet habt. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und schreibt auch in die Kommentare, wie ihr die findet. Und schreibt auch in die Kommentare, was ihr mir das nächste Mal färben lassen soll. Ich würde mich mega drüber freuen und ja krass, also ich finde es mega geil. Ich würde sagen, ich tue den Schwarz-Weiß-Filter erstmal raushauen. Ich bin hier übrigens gerade auf dem Times Square und zeige euch jetzt ein paar Bilder. Viel Spaß! Sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Bruh.